komm mal ganz zero, zu one in five. Eine Sekunde war, eine Sekunde. 724, bitte Beschreibung durchgeben. Waren Sie kurz, bitte? Wir kriegen was rein gerade. Der Richtige ist männlich, knapp 20 und trinkt ein rotes Basketball. Aber fahren wir jetzt nicht. Egal, wir haben erstmal Hunger. Dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem neuen McDonalds-Prank auf meinem Kanal. Wie immer, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin nicht alleine. Ich habe mir wieder diesen kleinen Spaß hier geschnappt. Wer bin ich denn? Lutschmüller, Eier. Keine Ahnung, wer ist. Auf jeden Fall machen wir wieder einen richtig heftigen McDonalds-Prank. Ich habe mir wieder eine Polizeiweste geholt, beziehungsweise Lukas hat sich auch eine geholt. Und wir werden einfach gleich mal in den Drive reinfahren und kriegen dann immer so Funksprüche rein. Ich will eigentlich den Einsatz erledigen, beziehungsweise abarbeiten. Und mein Kollege hier, der Günther. Aber ich habe Hunger, Matthias. Der hat Hunger. Was soll ich sagen, ja? Und er will nicht den Einsatz machen. Aber warte mal, ich kriege gerade schon was mein Ohr. Okay. Abonnieren sollen die Leute und ein Like geben, okay, aber auch Einsatz höre ich. Wir müssen los! Ich muss Funk rein. Achtung aller Einheiten, eine Autofahrerin meldet gerade, dass ihr Wagen gestohlen wurde. Teilweise Beschreibung des Verdächtigen vorhanden. Sollen wir aufnehmen, Alter, oder? Ich habe jetzt noch nicht so Bock, wir haben noch ein bisschen Zeit eigentlich. Die Schicht beginnt ja eigentlich schon bei einer Stunde, aber ich irgendwie bin ich noch nicht im Modus, du. Das ist jetzt nichts Wichtiges, oder? Nee. Soll ich sagen, ich hab echt Hunger, also. Hallo, Günther, du gehst mir auf den Sack mit deiner Fresserei. Ja, jedes Mal. Ich muss was essen. Was soll ich dir sagen? Hast du wenigstens die Donuts geholt? Die Donuts habe ich schon aufgegessen. Och, Günther, ey. Ja, ich habe Hunger. Lass ja, erstmal zum Mc's hier Einsätze. Ja, Dicker, das ist nichts Wichtiges. Jetzt. Aber geht auf deine Kappe, ne, Günther? Ja, sag's komm. Dir. Wenn ich hier meinen Job wieder verliere, wegen dir habe ich gar keine Nerven zu. Ich habe Hunger, mein Liebe. Ich sag dir das, ne? Wenn wir wegen dir jetzt einen Drang kriegen und den Einsatz nicht bekommen oder keine Ahnung was. Das Ding ist. Stell dir mal vor, das sei dein Auto. Ja. 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 Ja, und dann Polizei hilft nicht, oder was? Ja, mein Gott, Polizisten müssen auch was essen. Also Günther, ohne Scheiß, guck dir mal diese Schlange an. Wir müssen zum Einsatz, jetzt mal wirklich. Das kann nicht wahr sein. Ich hab Hunger. Einsatz, Einsatz, wir haben jeden Tag Einsätze. Du bist so dick, Alter. Wir haben jeden Tag Einsätze. Wir haben jetzt mal ein Auto mehr oder weniger geklaut. Das ist schon der dritte diese Woche, den will ich aufnehmen. Big Mac heute im Angebot. Echt? Schon mal drüber nachgedacht? Ja, okay, das ist gut. Ja, da haben wir mehr von als von so einem Einsatz. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Willkommen mal ganz zero, schön, eine Sekunde war, eine Sekunde. 724, bitte Beschreibung durchgeben. Waren Sie kurz, bitte? Wir kriegen uns rein gerade. Der Richtige ist männlich, knapp 20 und trinkt ein rotes Basketball. Aber fahren wir jetzt nicht. Egal, wir haben erstmal Hunger. Was haben Sie heute im Angebot? Big Mac. 1,50. Sollen wir machen einmal? Sollen wir machen? Ja, dann nehmen wir einmal diesen Big Mac da bitte. Können Sie sich eventuell ein bisschen beeilen, weil wir kriegen gerade einen Funk rein. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen beeilen. Komm mal ein Big Mac, ja? Genau, und ein bisschen bitte beeilen, weil wir müssen uns beeilen, weil wir haben gerade einen Funk reingekriegt und es sieht nicht gut aus gerade. Sieht ganz scheiße aus, wenn man auf gut Deutsch reden will. Ich bin jetzt ehrlich zu Ihnen. Wir haben ein paar Autos vor euch, ne? Ja, dann machen wir vielleicht die Sirene an. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Aber bitte? Wir haben jetzt erstmal. Müssen wir zur Not die Sirene anmachen, aber wir haben erstmal Hunger. Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz mit dem Günther Matthias, sprechen. Das geht jetzt nicht. Matthias, fahr nach vorne, komm, los. Wie lange dauert es ungefähr? Kann ich euch nicht sagen. Sonst müssen wir jetzt noch einen U-Turn machen. Komm ab. Fahren, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Ja, okay, zur Not machen wir die Sirene an. Alles ich hab klar. Hunger, fahren. Nein, warten Sie mal jetzt. Fahr. Warten Sie einmal, Günther, soll ich jetzt wirklich fahren oder was? Du fährst jetzt, Matthias. Komm, ich los. Ich einmal kurz mal in den Funk rein. Warten Sie einmal nee, kurz nee, einmal nee, den Funk nee, nochmal reinhören. Nein, nein, wir müssen einmal den Funk nochmal hören. Warten Sie kurz, der Funk kommt nochmal rein. Hier ist mal 9. Ich habe hier ein unbeaufsichtigtes Kind in einem Kinderwagen. Nee, mit dem Kind nehme ich auf. Nee, das war's. Nur ein Big Mac, ja? Ja, genau. Wir müssen uns aber beeilen, bitte. Kind ist nicht wichtig mit dem Kinderwagen. Echt jetzt nicht? Ja, okay, dann bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Die Frau guckt schon. Mach mal jetzt auf. Ja, die Frau guckt schon. Ich benimm dich, Günther, ne? Digga, Matthias. Polizeifunk ist da, aber was hast du gegen Kinder? Ah, ja, ey, das dauert mir zu lang, zu viel Streiberwelt. Ey, aber ohne Scheiß, ich finde, wir sehen schon gut aus wie so gute Polizisten. Also ohne Scheiß, schreibt es in die Kommentare, Leute, sehen wir aus wie die Polizei. Polizei, nicht, wir genau. sehen ja nicht aus wie die originale Polizei. Das Ding ist, wir wollen auch in kein, also wirklich überhaupt nicht die Polizei runtermachen, Leute. Ich bin mega froh, dass wir so eine tolle Polizei in Deutschland haben. Ist ja in vielen anderen Ländern nicht so krass der Fall. Genau. Ja, aber ich finde es echt verantwortungslos, dass du die Kinder da einfach jetzt stehen lässt. Ja, Leute, was soll ich sagen, ihr kennt mich noch alle von früher. Der Big Mac geht halt leider vor. In der Tat. Wenn das derselbe Typ ist, wird er bestimmt nicht freiwillig anhalten. Das kann nicht sein, Günther, ohne Scheiß. Jetzt stecken wir fest, weil du wieder fressen musst. Matthias, ich habe Hunger. Was soll ich dir denn sagen? Wenn du nicht auch irgendwann mal platzt, ne? Es geht mir auf den Senkel. Ich mach das nicht mehr. Ich suche mir einen anderen Kollegen, ohne ja. Scheiß. Wer bist du überhaupt hier? Hast du Zeit mal für einen Kollegen oder so? Nee. Mann, ey! Matthias, komm, reg dich mal ein bisschen ab. Das ist fast so schlimm wie auf diese RTL-Sendung auf Streif oder keine Ahnung, wie das heißt. Matthias. Das ist ja noch schlimmer als gerade hier, nein! Reg dich mal ab. Günther? Matthias! Günther? Meldung an alle Einheiten. Ach du Scheiße, Alarmstufe 4, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Scheiße, 4 Stufe, 5 ist vorbei, ne? Hi, wir müssen uns bitte beeilen, wir sind im Einsatz mitten. Ja. Eine Sekunde. Kleinen Moment bitte. Alle Einheiten,
Wie lange müssen wir noch warten? Dauert noch lange? Nein. Okay, warte, wird gerade ein Auto geklaut. Wir müssen uns beeilen. Wird ein Auto geklaut. Ja. Ja. Scheiße, ey. Aber tun Sie einen Gefallen, dann sagen Sie bitte nichts, weil der ist immer so verfressen. Das geht nicht. Eigentlich Matthias, das muss jetzt nicht sein. Aber beim nächsten Mal, wenn sowas ist, um die Uhrzeit erst ganz durchschreiben. Das wussten wir nicht. Yeah. Ja, dann ist ein bisschen viel. Drücken Sie uns bitte die Daumen, dass wir den noch kriegen, okay? Ich hoffe. Danke. Zivil? Ja, eigentlich zivil. Ist Zivilkarre hier. Nice. Ah, okay. Ja, wir haben uns ganz schnell umgezogen. Das Problem ist aber jetzt, wenn wir jetzt hier zu lange warten, dann ist es komplett vorbei. Oh, Scheiße, drücken Sie uns bitte die Daumen, okay? Okay, mach ich. Matthias, los, komm. Ja, ja, komm, danke schön, danke, ciao. Lukas, ich muss nach Hause. Was ist denn jetzt los? Das geht nicht klar, das geht. Ich sehe doch nicht aus wie ein Polizei. Das ist voll. Ist das heftig? Leute! Leute, was ist hier los? Hallo, einmal. Haben Sie noch Servietten im Einsatz? Wir müssen ganz schnell, wir brauchen Einsatz. Die bluten alle, wir brauchen Servietten. Haben Sie Servietten? Einsatz. Ganz viele Servietten brauchen wir. So viele Servietten, wie es geht am besten. Ja, haben Sie noch ein bisschen mehr? Das ist ein bisschen wenig. Wir brauchen und die bluten wirklich. Ja, ja, danke. Haben Sie noch ein bisschen? Perfekt. Wir brauchen ganz viele Servietten. Ja, perfekt. Super. Bis gleich. Dankeschön. Oh, wir müssen uns beeilen. Tschüss, danke. Ciao. Scheiße, Lukas. Wir haben Servietten umsonst bekommen. Ja, Wollo, Rollo, Alter. Lukas, wir sind jetzt. Warte, nicht lachen, nicht lachen. Nicht lachen. Wir müssen uns erst. Warte. Die gucken auf. Die gucken dann noch. Warte. Oh mein Gott. So, jetzt erstmal den Burger. Nicht den Burger, mein Güter. Oh fuck, da ist der. Das ist er. Das ist der. Stimmen! Nee, mach blau dich an. Mach an. Ja. Bleib stehen. Ey, bleib stehen. Halt an. Ich schieße sonst. Komm raus, hier raus, ganz schnell raus. Schnell. Polizei! Komm. Wir sind vorläufig festgenommen. Wegen Betrug und Frauengrapschen. War nicht eben Kinderentführung oder so? Ist doch scheißegal. Egal, rein hier. Komm. Ist ja mal egal. Waren Sie das? Nee. Rein da! So. Wird Zeit für ein Big Mac. Günther, es kann nicht sein, dass du schon wieder Hunger hast. Ich habe aber Hunger. Günther, es geht nicht. Und Sie bleiben da ganz normal sitzen, machen keine Bewegung, okay? Hallo. Wenn Sie Servietten brauchen, können Sie sich gerne mitnehmen. Wir sind's, wir haben den Übeltäter gefangen. Ich hab Sie nicht verstanden. Wir sind's von gerade, wir sind doch die Undercover-Polizei, wir haben Sie geholt. Ah, okay, was bekommt ihr? Nochmal ein Big Mac oder was? Ja. Möchten Sie auch was essen? Nee, nee. Noch ein Big Mac? Ja, ein Big Mac. Möchten Sie wirklich nichts essen? Nee, ich kein Geld. Okay. Ja, das war's dann. 51 am Herzen. Ja, bis gleich, danke. Zentrale, Verdächtiger versucht, mich von der Straße zu drängen. Wir haben den doch, oder? Zentrale, wir haben ihn schon. Zentrale. Stopp, wir haben ihn doch schon, Zentrale. Hä, Zentrale, wir haben ihn schon längst. Er sitzt bei uns jetzt im Auto. An B12, wir haben ihn. Ich kann für den Falschen. B12, das kann nicht sein, wir haben ihn. Warten Sie, B12, wir haben ihn schon längst gehabt. Wir haben ihn schon, B12. Okay. Hallo. Hi. Ja. Wir haben den Übeltäter. Habt ihr? Ja. Ihr habt aber keine Handschellen an, oder? Wir haben keine, das ist das Problem. Wir haben ihn vergessen im Büro. Seid ihr wirklich Polizist? Ja, sicher. Kommt mir so vor wie ein Witz. Weil wir sind manchmal unprofessionell, das liegt am Günther. Ah. Mach Praktikum noch. Ah, okay. Aber seid ihr nicht von hier? Nee, Stuttgart kommen wir. Autobahnpolizei. Ist nicht gefährlich, dass du ohne Handschellen bist? Machen Sie irgendwas? Ja, okay. Dann hoffen wir, dass er nichts macht. Cool. Machen Sie jetzt irgendwas? Nein. Was soll reden? Nein. Also antworten Sie der Frau. Nee, nicht. Macht er nicht, bitte? Ich hab gesagt, nee, muss er nicht. Ist aber schon schön so, wie ihr es angekleidet seid mit dem Auto und so. Wie meinen Sie das jetzt? Ich habe gesagt, das sieht cool aus mit dem Auto. Dankeschön. Aber haben Sie vielleicht doch irgendwie Handschellen? Das ist mir jetzt doch irgendwie zu unangenehm. Wenn Sie jetzt keine Handschellen. Sind auch nicht so mit Plüsch und so? Sie wissen diese Schlafzimmerhandschellen? Nee, habe ich nicht. Schade. Pass auf. Ja gut, dann halt leider nicht, ne? Ja, okay. Wissen Sie was? Ich auch nicht. Nee, Spaß beiseite. Wir sind YouTuber. Wir machen so YouTube-Videos. Ihr seid echt
Das waren keine echten. Nein, haben Sie wirklich gedacht, wir sind Polizisten? Ich hab das nicht geglaubt. Doch, Sie haben erst gedacht, dass wir Polizisten sind. Nein, wirklich, ich hab's nicht geglaubt. Okay. Weil ihr seid für die Polizisten. Ich sehe aus wie. Zu nett? Ja. Zu nett? Echt? Zu nett und zu freundlich. Ich wusste, dass Sie keine seid. Okay, also Sie haben cool reagiert. Ayo, Leute, was war das denn, Frank? Aber hat sich gelohnt, ne? Ja, mega. Für 80 Euro jetzt hier ausgesucht, gekauft, hier Warnwesten. Was für Warnwesten hier? Polizeiwesten und so. Hat echt richtig, richtig Bock gemacht. Ja, moin. Ja, Leute, das war der Mac Spring. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal einen dicken Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein kostenloses Abo. Wie geht's Ihnen da hinten so? Nicht gut. Ne? Kannst du auch mal runternehmen inzwischen, ne? Ja, kannst du auch runternehmen. So, mein Level. Perfekt. Schaut auf jeden Fall beim Lukas vorbei, Freunde. Wir müssen jetzt aber wieder ordentlich pushen. Wie viel hattest du damals? 600.000 mittlerweile durch die ganzen Mac Springs mit mir. Hat er jetzt die 1,2 Millionen Abonnenten erreicht? Das wird's gewesen sein. Glückwunsch auf jeden Fall, Lukas, dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr die anderen McDonald's-Pranks mit Lukas wieder auschecken würdet. Und generell schaut einfach die anderen Videos auf meinem Kanal aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Macht's gut, haut rein, ciao.